Das ist Asia, meine Freunde. Aber ich glaube, das Video wird wirklich deutlich zu lang werden. Deshalb würde ich sagen, ich habe das Ding nochmal auf volle Pulle gedreht. Hau mir dann schön die Hühnerfüße rein, die mir übrigens alle irgendwie so einen Mittelfinger zeigen. Ich hoffe, man sieht's. Also wirklich alle. Boah. Weil wir wahrscheinlich keinen Bock haben, hier gegrillt zu werden. Oh, hat der hier, da sieht man es besonders. Der hat gar keinen Bock. So, damit die euch schön den Mittelfinger zeigen. Ach, der. Na klar. Zack, hier, nimmt den. Alter, der hat den besonders lang hier. Verrückt. Übrigens, die gibt es in jedem Asienmarkt eigentlich tiefgefroren. Vorher müsst ihr aber auf jeden Fall, na gut, ob man es muss, weiß ich jetzt nicht, aber ich mache es auf jeden Fall. Und die Videos, die ich gesehen habe, oder in Asien, wo ich die Dinger gegessen habe, waren vorne die Krallen, die haben halt ultra lange Krallen meistens noch dran. Die muss man natürlich abschneiden, mit einem scharfen Messer oder mit einer Schere oder sonst irgendwas Scharfem. Der Dampf. Die sind halt ultra gelatinig, deswegen sehr schwer zu packen. Ich glaube, die Dinger sind schon durch. Ja. Gut aus. Da muss man noch ein bisschen Wasser nachfüllen, weil die Nudeln ordentlich Wasser gesaugt haben. Ich hab's doch geahnt, Mann. Ganz ohne geht doch nicht. Whisky hier und wieder runter drin. Wow, das ist ja jetzt ja richtig Dampfbad. Das ist auch ein Vorteil. Braucht ihr keine Gesichtssauna zu kaufen, wenn ihr so einen Grill habt. Schön zack. Macht die Poren auf. Habt ihr keine Pickel mehr. Zu fummeln bringt, glaube ich, auch nicht viel. Da würde ich sagen, das ist doch das, was ihr alle die ganze Zeit sehen wollt, wie ich hier die Hühnerfüßlein wegnasche. Dann wollen wir mal. Boah. Ordentlich eingezogen. Also es hat sich sehr gelohnt, die vorher ja, separat ein bisschen anzuköcheln. Mmh.
Also wirklich für diejenigen, die so Gelatine, so wie Eisbein zum Beispiel, Haxe mögen, also das ist halt, ja, das Eisbein vom Huhn. Hört ihr das? Also ich glaube, da ist ein verdammter Hurricane am Start, Mann. Ich mach das mal zu hier kurz. Ich glaube, mein Eichhörnchenhaus ist abgefallen, ey. Shit. Muss ich gleich mal gucken gehen. Ich hoffe, das Eichhörnchen ist da nicht aus dem Baum gefallen bei dem Wind. Und sowieso ist es immer besser, wenn man schon ein Tier umbringt, dann auch das meiste, ja, was man kann, verwenden. Weil ich bin mir sicher, bin mir nicht nur sicher, es werden so viele Teile vom Tier hier in Deutschland weggeschmissen oder allgemein in Europa. Das ist in Asien ganz anders. Und in anderen Ländern sowieso. Und die sind nicht günstig, sag ich mal so. Es ist eine Delikatesse in vielen Ländern. Und ich weiß noch wieso, weil es einfach geil ist. So, da ist das Ding weg. Also du bist jetzt hier nicht satt von vier Dingern. Aber es ist wirklich geil. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wo man ja Sachen wie Hühnerfüße sieht, also glaubt's mir, ich habe da noch ganz andere Sachen bei mir in der Gefriertruhe drin. Da schlackern euch die Ohren. Es gibt natürlich auch Leute, die dann, wenn die das sehen, direkt abschalten. Deshalb lasst es mich wissen in den Kommentaren, ob ihr Bock habt, sowas weiterhin mal zu sehen zwischendurch. Ob ihr vielleicht Sachen habt, wo ihr sehen wollt, dass ich das esse. Also kommt mir jetzt nicht mit dem Süßströming oder wie das Ding heißt an. Aber ja, haut mal rein. Haut in die Tasten. Für die, die nicht in die Tasten hauen und auf den Like-Button. Ja, der ist für euch. So, letzter Hühnerfuß. Zart einfach. Sehr viel Kollagen drin, gut für die Haut.
vielleicht öfter essen. Will ich nicht immer aus wie ein Toter. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Abo da, gerne noch ein Like, schreibt mir irgendwas in die Kommentare, was euch auf dem Herzen liegt. Und liebe geht raus.